noch was passiert. Ich wünsche Ihnen jetzt die nächsten Minuten persönlich viel Spaß mit dem tollen Kinderprogramm, was schon seit 3 Jahren probiert wird, soll ich sagen. Hat mir die Frau Schubert verraten und die Frau Renner. Ja, also 3 Jahre haben Sie es einstudiert und jetzt dürfen Sie es endlich sehen. Der Kinderchor der Grundschule Thun unter der Leitung von Frau Schubert und Frau Renner. Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine sowie Bergkapellen näher vorstellen. Voraus fährt, wie bereits erwähnt, dass im Turm einmalige Pferde gespannt, darauf Platz genommen haben, der Bergmeister Albrecht Müller sowie Bergkamerad Siegfried Förster aus Ehrenfriedersdorf, Bergkamerad Gunter Krebs sowie Bergkameradin Steffi Hertwig. Wir begrüßen euch mit einem herzlichen Glück auf. Wird die Bergparade von einer Abordnung der Bergbrüderschaft Thun, der als Gastgeber natürlich die große Ehre zuteil wird, die Landesstandarte des Sächsischen Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine zu tragen. Den musikalischen Auftakt macht die Bergkapelle Thun. Der Verein wurde 1966 gegründet, feiert also 2016 sein 50-jähriges Jubiläum. Der Bergkapelle gehören heute reich 30 Mitglieder an. Vorsitzender ist Bergkamerad Jörg Haas, musikalischer Leiter Bergkamerad Volker Thies. Der
Ihnen natürlich die Gäste, die Bergbürgerschaft 2010 Katja. Und ich wünsche euch auf der wurde gleichzeitig 20 Jahre Markus Röhlingstein gefeiert. Weitere jährliche Höhepunkte sind der Berggottesdienst in der Bergkirche am 2. Sonntag im Januar sowie die Bettenschicht im Frohnauer Hammer. Es folgt die Bergbrüderschaft Bad Schlema. Klick auf! Bad Schlema ist eine der jüngsten Bergbrüderschaften im Erzgebirge, gegründet am 5.7.2000. Dem Verein gehören 35 Mitglieder an. Vorsitzender ist Uwe Haas. Der zweite Marschblock wird angeführt von der Bergbrüderschaft Gobershau. Kapelle und Brüderschaft sind bei euch in einem demselben Verein. Rainer Bödner verantwortlich für die Kapelle. Der Verein kümmert sich um bergbauliche Sachzeugen wie den grünen Kran oder das Arbeiterbundhaus von Hochberg. Und Vorsitzender ist Olaf Bitterlich. Jetzt sind wir schon bei der 1705 gegründeten Bergbrüderschaft Sosa. Glück auf! Mit einem Glück auf heiße ich auch den Bergmännischen Traditionsverein Zwönitz willkommen. Gestern Abend fand in Zwönitz die alljährliche Bergparade statt. Da ist beim gemeinsamen Weihnachtsliedersingen auf dem Markt Gänsehaut schon vorprogrammiert. Wir sehen und hören vor allem schon den Bergmännischen Musikverein Höchstadt Rumbach, gegründet 1998. Glück auf! Im Jahre 1655 gründete sich der Bergknapp und Brüderschaft Höchstadt. Eine besondere Tradition in Höchstadt ist die eines jeden Jahres in der Bergstadt Schneeberg gehören der Bergstreiter am 22. Juli und das Lichtelfest am Abend des 2. Adventes. Dem Verein gehören rund 75 Bergbrüder und Schwestern an. Vorsitzender ist Bergmeister Heinrich. Wir sind beim 4. Marschblock angelangt. Den Anfang macht hier der Bergmännische Musikverein Ehrenfriedersdorf, gegründet 1982. Allerdings kann der Verein auf eine viel längere Geschichte zurückblicken.
begrüßen die Bergfahrer, der auch eine Gruppe. Willkommen heißen. Gegründet wurde die Bergbrüderschaft Wiesa, die 55 Mitglieder hat, im Jahre 1762. Vorsitzender ist Christoph Förster. Alljährliche Höhepunkte sind das Hauptquartal am Samstag über Fastnacht sowie die Kirchkernparade am Sonntag nach Fastnacht. Sehr geehrte Zuschauer, liebe Tuber, das war der Berghauptzug im Tuben 2014. Die Bergparade wird gleich die Stolpeiner Straße entlang und dann wieder zurück über die Färberstraße zur B95 kommen und dann am Gänseeck auf die Herreuther Straße abbiegen. Auflösung ist auf dem Rathausplatz. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß.